Sehr geehrter Generalkonsul, sehr geehrte Damen und Herren, meine lieben Freunde, meine Familie. Ich bin in Ungarn mitten im Krieg 1944 geboren. Die schwedische Botschaft hat mehrere Häuser in Budapest gemietet zu dieser Zeit und unsere Familie in so ein Haus geholt, damit mein Vater Raoul Wallenberg helfen kann, damit er in der Nähe ist. Die erste Frage gleich, warum rede ich mit 70 Jahren Verspätung? Das ist sehr viel Zeit. Nächstes Jahr ist in Ungarn 70 Jahre Holocaust-Gedenkjahr, 2014. Die noch immer ungeklärte Verschleppung von Wallenberg nach Moskau ist noch immer nicht geklärt, kann man sagen, hat das Schicksal meines Vaters und auch mein Schicksal geprägt. Mein Vater wurde Opfer eines Geheimprozesses. Er wurde mit der Ermordung von Wallenberg beschuldigt. Diese Tatsachen habe ich erst vor 2 Jahren aus dem Archiv der Staatssicherheit in Ungarn erfahren. Nach der Freilassung, nach Stalins Tod, wurde er zum Schweigen verpflichtet, mit Drohungen, dass er über diese Geschichte gar nicht in seinem Leben gar nicht sprechen darf. Die Geretteten und auch die Retter haben Angst gehabt in dieser Zeit und gerade in diesem Jahr 1953 wurde die Gedenkstätte Yad Vashem gegründet. Deswegen ist auch erklärlich, dass viele ungarische Retter unbekannt geblieben sind. Die hatten damals eine ganz andere politische Situation in Budapest. Die nächste Frage, wie wurde die Geschichte nach so vielen Jahren wiederentdeckt? Freunde in Budapest haben, ich lebe in München, haben nach der Wende 1990 meine Mutter aufmerksam gemacht, dass die jüdische Journalistin Maria Ember über den Wallenberg-Mordprozess Forschungen macht und Zeitungsartikel schreibt. 40 Jahre zu spät und er konnte noch immer nicht genau. Er hat auch Forschungen, Nachforschungen in Moskau gemacht. Er hat noch nicht alle Dokumente bekommen, die sind noch immer nicht alle freigegeben, die Wallenberg-Dokumente. Ich habe seit 20 Jahren das Schicksal meines Vaters auf Anregung dieser Journalistin weiterverfolgt. Sie hat mich aufmerksam gemacht, dass ich auch in Verbindung mit Yad Vashem setzen sollte in dieser Geschichte. Ja. Ich konnte nach 60 Jahren nach dem Krieg über Internetrecherchen Menschen in Ungarn, Israel, Australien, Kanada, Großbritannien und in der Schweiz auffinden, die mein Vater gerettet hat. Das wäre ohne Internet wahrscheinlich nicht möglich gewesen und das ist zwar mein Beruf, also ich habe im ganzen Leben mit Datenbanken, mit Informatik beschäftigt, aber ich konnte feststellen, dass erst ab 10 Jahren etwa ist Internet so weit, dass man diese Information alles abrufen kann. Und in allen diesen nächsten Jahren immer besser. Das heißt, ich habe noch immer dieses Jahr und Anfang des Jahres Informationen gefunden, die bis jetzt unbekannt, für mich unbekannt waren. Aber dabei haben mir auch andere geholfen, auch in Israel, Freunde. Ich danke für die Hilfe von Journalisten in Ungarn, Israel und Australien. Die beiden Nichten von Wallenberg haben mir auch geholfen und die jüdische Gemeinde in München. Ja, die wichtigste Frage, wie ist meine Erinnerung an meinen Vater? Die erste Erinnerung mit 3,5 Jahren, das ist normal, das ist, wo sich die Menschen an erste Erinnerungen zurückrufen können. Mein Vater hat sich auf eine Reise vorbereitet. Er hat mich in seine Reisetasche gesteckt und in der Wohnung herumgetragen, als würde er mich auf die Reise mitnehmen. Natürlich hat er mich nicht mitgenommen. Es war lustig. Nach vielen Jahren habe ich aus alten Zeitungen erfahren, dass diese Reise meines Vaters zu Wallenbergs Mutter nach Stockholm geführt hat. Auch in dieser Jahre ist die Geschichte meines Vaters, er hat mit einem Arbeitskollege und mein Vater haben nach dem Krieg ein Büromaschinengeschäft am schönsten Platz von Budapest gegründet. 4 Jahre lang war dieses Geschäft sehr erfolgreich und das waren sehr schöne Jahre der Kindheit. Unserer Familie ging es wirklich sehr gut. Das gemeinsame Unternehmen wurde im Herbst 1949 aber verstaatlicht, überfahrmäßig verstaatlicht. Mitarbeiter der Staatssicherheit haben in unserer Wohnung die Bücher von den Regalen genommen. Sie haben die Wohnung durchgefüllt, die Bücher durchgeblättert und auf einen Haufen mitten des Zimmers geworfen. Diese Geschichte habe ich mit 5 Jahren erschrocken zugeschaut. Ich war dabei, wo das passiert ist. Mein Vater und sein Geschäftspartner wurden wenige Tage festgehalten. Die Staatssicherheit hat bei uns nichts gefunden.
Die Verschleppten wurden nur eingeschüchtert, ohne jede Entschuldigung freigelassen. Der Geschäftspartner hat mit seiner Familie später Ungarn verlassen. Sein Enkel Adrian Brody wurde in New York geboren. Heute ist er Filmschauspieler, Oscar-Preisträger für die Hauptrolle des Holocaust-Films Der Pianist. Das war der Großvater von Adrian Brody, der Geschäftspartner von meinem Vater. Mein Vater war Mitbegründer des ungarischen Wallenberg-Vereins und hat für ein Wallenberg-Denkmal geworben. Dieses Denkmal wurde auch fertig, aber in der Nacht vor der Einweihung wurde von der Staatssicherheit spurlos entfernt. Das geraubte Denkmal wurde erst 50 Jahre später an seinen geplanten Platz neu errichtet. Heute steht er dort. Und Name meines Vaters steht auch darunter als der Initiator dieses Denkmals. Nach der Verstaatlichung hat mein Vater mit Hilfe von Freien Arbeit gefunden und am Wochenende hat er sich noch als Fußballschiedsrichter betätigt. So konnte er mich zu den Spielen der Nationalmannschaft mitnehmen. An anderen Wochenenden haben wir schöne Wanderungen in den Budaer Bergen gemacht. Das war wirklich sehr schön. Ich hatte bis zum 9. Lebensjahr eine gute Kindheit gehabt. Mein Vater war immer lustig, sportlich, etwas draufgängerisch, war im Mittelpunkt der Gesellschaft, hat auch viele zusätzliche Freunde durch die Menschenrettung bekommen. Nach dem Wallenberg-Mordprozess war mit dem guten Leben zu Ende. Nach der Freilassung meines Vaters haben auch seine Freunde Angst gehabt. So wagte ihn niemand in einen staatlichen Betrieb weiter zu beschäftigen. Mein Vater hat in der Wohnung eine kleine Werkstatt eingerichtet. Die Angestellten der verstaatlichten, früher jüdischen Großbetriebe wie Goldberger Textil haben meinen Vater insgeheim mit Aufträgen versorgt, damit er etwas zu tun hat. Es war eigentlich verboten, es herrschte ein ungutes Gefühl. Noch eine Frage, wie haben wir die Revolution in Ungarn erlebt, 1956? Im Sommer kam Bewegung in die Politik, mit meinem Vater früh über diese politische Lage gesprochen. Ich war damals erst 12 Jahre alt. Abends auf langen Spaziergängen im Sommer haben wir auf dem großen Ring in Budapest in den Kiosken die schnell vergriffene Literaturzeitung gesucht. Die Literaturzeitung war dafür bekannt, dass er kritische Artikel zu der Politik veröffentlicht hat. Am Abend des 23. Oktober hat mich mein Vater zu einer Demonstration mitgenommen. Wir sind mit vielen anderen zum Stalin-Denkmal gezogen. Am Ende der Demonstration wurde das Denkmal des Diktators gestürzt. Wir standen ganz weit hinten, haben den Sturz noch abgewartet. Spät am Abend, als wir zu Hause waren, haben wir die ersten Gewehrschüsse gehört. Mein Vater hat damals gesagt, er wollte nicht teilnehmen an dem bewaffneten Aufstand, dass er auf keinen Fall das alte Vorkriegssystem zurück will, sondern die wenigen schönen demokratischen Jahre, Nachkriegsjahre, die er zum Aufbau des Landes mit einem Unternehmen beitragen konnte. Er wurde nach der Revolution in Ungarn nach Schweden gerufen, hat sich aber nicht mehr stark gefühlt für einen neuen Anfang im Ausland. Nach dem Geheimprozess war der früher sportlich aktive Mann gesundheitlich angeschlagen. Nach der Revolution folgten 6 Jahre Terror in Ungarn, die Jahre des Schweigens. Mein Vater hat im Stillen seine Werkstatt weitergeführt. Er wurde von den früheren Geretteten trotz Verbote mit Aufträgen aus den staatlichen Betrieben versorgt. Ich habe das damals auch mitbekommen, dass es immer etwas war, was die Leute nur ins Geheim, also nur mit Flüsterpropaganda, die diese Arbeit besorgt haben. Anfang der 60er Jahre kam wieder politische Entspannung in Ungarn. Mein Vater hat auf einmal Reisegenehmigung zur geretteten Person im Ausland erhalten. In London hat er die Familie Goldberger, Gründer des größten ungarischen Textilwerkes, getroffen. Bei diesem Treffen wurde angeregt, dass ich auch die Geretteten kennenlernen sollte. Im nächsten Jahr, Sommer 64, hat mich mein Vater nach Paris, London und Basel zu seinen jüdischen Kontakten mitgemacht, also bekannt gemacht. Das war die letzte Reise meines Vaters. Er ist im Herbst nur mit 48 Jahren gestorben. Noch eine letzte Frage. Wer hat meinen Vater zur Menschenrechtung überredet? Ich hatte vor einem Jahr nur Vermutungen darüber, aber keine Sicherheit. Erst im Januar dieses Jahres erhielt ich aus dem Library of Congress in Washington wichtige Dokumente.
Nachlass von Otto Fleischmann. Er war der jüdische Psychoanalytiker, ein direkter Schüler von Sigmund Freud. Der hat selbst Zuflucht in den ungarischen, in Budapest bei der schwedischen Botschaft gefunden. Und er hat meinen Vater motiviert für die Menschenrettung, und die uniformierte Verkleidung meines Vaters, ähnlich ein Gestapo-Offizier, hat er ihn verkleidet, hat er ausgedacht. Diese Verkleidung, höchstes Risiko war, so steht es in den Papieren von Otto Fleischmann. Mein Vater wollte es am Anfang gar nicht mitmachen. Es war lebensgefährlich. Es gab aber einen plötzlichen Zwischenfall, bei dem Otto Fleischmann selbst durch meinen Vater vor der Erschießung gerettet wurde. Steht auch in dem Nachlass von Fleischmann. Mit Fleischmann zusammen haben sie Gruppen von jüdischen Kindern gerettet. Das spielte sich immer so ab, dass in dem Auto von Wallenberg hinten Fleischmann saß. Der hat sich eben nicht bekannt gemacht mit den Entführern. Er wusste immer, wo etwas zu tun ist. Und mein Vater hat sich in Vordergrund gestellt mit seinen Ausweisen. Und so haben sie Gruppen von Kindern gerettet. Sie haben zusammen auch die verschleppten Mitarbeiter, die schwedischen Mitarbeiter wurden auch verschleppt, der Botschaft befreit. Das steht auch im Text von Fleischmann. Der ungarische Literat György Konrád schreibt über diese Zeit, er war damals 11 Jahre alt. Zwei Unbekannte von der schwedischen Botschaft, ein Mann in Uniformverkleidung, hat die bewaffneten Entführer angeschrien. Seine Gruppe wurde vor der Erschießung gerettet. Das war György Konrád. Ich danke den Vertretern des israelischen Staates, dass ich über meinen Vater berichten konnte, und danke an meine Freunde, dass sie mir zugehört haben.